Heute ist der 3. Januar 1929. Ich schreibe heute Nacht, weil ich meine Übereigenheit und die Ärgernisse, die mich zu diesem Zeitpunkt hingeführt haben, nachdenken. Ich fange hier an. Vor einem Jahr war es bei einem mehligen Berufen. Der Tag war der Geburtstag von Angela Müller. Sie wurde 80 an jenem Jahr. Danke sehr für die Geschenke, Ada. Ich weiß es sehr zu schätzen. Du verdienst nur das Beste, Tante Angela. Ja, ich stimme zu. Jetzt muss ich die Torte abholen. Warte. Es gibt anscheinend noch ein Geschenk für dich, Mutter. Ich dachte, sie hat alles schon geöffnet. Ich denke nicht. Und dieses hat anscheinend keinen Namen darauf. Ich soll das bringen. Komisch. Ich frage mich, wann war es ist? Oh. Nicht. Alles gut. Aber bitte mich entschuldigen. Ich muss gehen. Sie können dich nicht hören, Liebchen? Warum spricht er nicht? Er ist Stummfilmschauspieler. Ich bin zurück und mit der Torte. Wo ist Frau Müller? Ich weiß nicht. Sie ist einfach bestimmt. Ich finde sie. Wahrscheinlich ist sie im Arbeitszimmer. Mutter? Mutter, alles gut bei dir? Mein Gott, es gibt keinen Herzschlag. Läuft alles gut, ich dachte... Sie ist tot. Meine Mutter ist tot. Und ich glaube, dass sie ermordet worden ist. Sie würde nicht ein natürliches Tod haben. Bist du sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin Arzt. Ja, Detective, eine Frau wurde hier ermordet. Ja, bei der Family Müller. Bitte seien Sie schnell. Detective, es freut mich sehr, dass du in kurzer Zeit kommen konntest. Jemand hat eine Frau im Haus gemordet. Ganz ehrlich, glaube ich, es war ihr nutzloser Sohn. Ja, das habe ich gehört. Als erstes muss den Tatort untersuchen. Woher hat er gewusst, wo sie zu finden? Ich weiß nicht, aber etwas ist seltsam an diesem Mann. Glaubst du, dass er wirklich Detektiv ist? Er ist bestimmt ein Schwindler. Ja, ja. Es gibt ein Schinden, einen Mord. Konnte ich bitte jeden von Ihnen individuell sprechen? Ja, natürlich. Warum nicht? Wie heißen Sie und was ist Ihre Beziehung zu Frau Müller? Ich bin Johann Müller, Angelas Sohn. Ich bin Frau Korken und ich habe 47 teuer Jahre unter Frau Müller gedient. Mir Hagenschaft. Ich bin eine Freundin und die Porträtmalerin von der Familie. Mein Name ist Natascha Volko und ich bin Angelas Lieblingsnichte, aber nicht mehr traurigweise. Ich bin Edith Fischer und das ist mein Mann Karl. Wir sind Freunde der Familie. Hallo, ich bin Heidi Schneider und ich bin Nachbarin der Familie Müller. Könnten wir das anderswo machen? Warum? Fühlen Sie sich unwohl? Haben Sie Frau Müller getötet? Nein, es liegt daran, dass die Leiche meiner Mutter direkt vor mir liegt. Entschuldigung, ich muss das aufschreiben. Ja, ich verstehe. Spricht der? Ja, manchmal. Er ist Stummschauspieler und er war ein bisschen zu investiert in seine letzte Rolle geworden. Sie wissen, was man über die Lesen sagt. Sie wären nichts Gutes im Schilde. Ich versichere Ihnen, dass mein Mann niemals eine solche Sache machen würde. Was haben Sie zum Zeitpunkt vom Tod Frau Müllers gemacht?
Ich war mit dem anderen im Wohnzimmer und meine Mutter hat gerade alle ihre Geschenke schon geöffnet. Dann hat sie das Zimmer verlassen, um hierher zu kommen. Aber ich weiß nicht warum. Sie schien aufgeregt. Hat sie Ihnen erzählt, warum sie aufgeregt war? Nein. Sind Sie Ihnen sicher, dass alle im Wohnzimmer waren? Hat Ihr Gandiamant Frau Müller gefolgt? Wenn ich darüber nachdenke, ist Frau Kirchen gegangen, um die Torte zu holen. Wie lange waren Sie weg? Etwa 5 Minuten. Die Kugel ist ein bisschen weit entfernt vom Wohnzimmer. Wer würde das meiste Geld bekommen, glauben Sie? Ich denke Johann. Er ist Ihr Sohn. Ich bin mir allerdings nicht sicher, dass sie die engste Beziehung hatte. Hat sie irgendetwas gesagt, was Anlass zur Sorge geben kann? Nein. Sind Sie Ihnen sicher? Ja, ist das wirklich nötig? Ich muss alles befragen. Dies ist ein sehr ernster Fall. Sind wir herfertig? Ich bin müde. Ja, natürlich. Ich glaube, wir sollen alle früh ins Bett gehen. Es ist ein schwieriger Tag für uns alle gewesen. Ich habe etwas Beweise zusammengestellt. Ich untersuche weiter heute Abend und morgen. Wie Sie wissen, ein Detective schläft nie. Entschuldigung, Frau Volkov, aber es scheint, dass dieses wunderschöne Haus für den Sorgetreffen nie bedeckt und ich kann leider nicht gehen. Hatten Sie vielleicht ein freies Zimmer, in dem ich heute Abend schlafen konnte? Ja, natürlich, Herr Detective Richter. Bitte mir folgen. Danke schön. Ich wollte nach Ihnen sehen, Herr Detective Richter. Und wenn Sie mit uns schon stecken wollten, aber Natascha! Ach nein, was würden wir tun? Was ist das, Liebchen? Wie hätte ich sie gemordet? Ich war im Bett, nicht wacht. Und nötig zu sagen, ich bin der Detektiv. Ja, natürlich. Ich entschuldige mich für die Vorwürfe von meinem lieben Karl. Ja, wir gehen. Sei nicht so dämlich, Karl. Bitte setz dich. Tut mir leid wegen Ihnen alle. Ach, bitte, keine Sorge. Aber ich brauche nur einen Moment, bevor wir essen. Ich muss kurz auf die Toilette. Karl, gibt es ein Problem? Sie sind das Problem. Ich weiß, was Sie gemacht haben, aber die anderen zu dumm sind, es Ihnen einzufallen. Nein, Karl, schuh, Sie sind in einem Film. Ihre Figur wird gleich gemordet, aber Sie sollen Ihnen keine Sorge machen. Es ist nicht real. Jetzt bleiben Sie still! Was ist das komische Geräusch? Es klingt wie stilles Schreien. Ist das das Geräusch, über das du sprichst, Edith? Nein, nicht genau. Ich kann doch kein Schreien eigentlich hören. Alle, bitte, können Sie schnell. Der Mörder hat nach mir geschreit. Was? Mein Liebchen! Ich weiß, es ist bedauerlich. Ich hätte es wissen sollen.
Der Detektiv ist der Mörder. Ich muss weg von hier. Ich kann nicht mehr in diesem Mordhaus bleiben. Edith ist tot. Tot? Aber ich dachte, du wolltest nach ihr alleine sehen. Ja, aber der Mörder ist aufs Nächste gekommen. Er hat sie gefangen, bevor ich etwas machen konnte. Sie hat versucht, Saruk zu kämpfen, aber es ging nicht. Oh, Herr Detektiv Richter, was sind diese schrecklichen Kratzen auf deinen Armen? Keine Sorge, es macht nichts. Heidi, kann ich Dick kurz sprechen? Ja, natürlich. Willkommen zurück. Ich glaube langsam, der Mörder ist wirklich der Detective. Jedes Mal, dass jemand getötet ist, ist er immer da. Es muss kein Zufall sein. Ich weiß nicht, er ist ein toller Mensch. Bist du sicher? Ja, sag Johann und Frau Kirken Bescheid. Wir müssen ausrechnen, wie von ihm zu entgehen, bevor er den Rest von uns fängt. Ja, natürlich. Oh, Herr Detective Richter, läuft alles gut? Ich konnte Ihnen die gleiche Frage stellen. Oh, alles bestens. Lügen Sie mich nicht an. Ich habe genug gehört. Es hat keinen Sinn zu laufen. Es hat keinen Sinn, mich zu töten. Alles wissen schon. Dann muss ich Sie alle töten. Aber bevor wir sterben, darf ich fragen, warum? Die Familie Müller hat mein Leben lange herruiniert. Sie kannten Frau Müller? Ja, es war damals im 1838. Ich war nur ein junger Mann, der unter Angeles Vater gearbeitet hat, als er mich plötzlich geeignet hat, weil ich an Schneide nicht für den Job geeignet war. Ich habe ihn nachher mit einem Brieföffner getötet, der auf seinem Schreibtisch war. Wenn Sie ihn schon getötet haben, warum werden Sie Angler auch töten? Weil sie gesehen hat, was passiert ist, und dann hat sie mein Leben ruiniert. Ist das alles, was Sie wollen? Nein, es gibt die letzte Sache. Wie haben Sie Angler gemeldet? Ich habe ihr ein Geschenk geschickt. Es war der Briefhoffner, mit dem ich ihren Vater gemordet hat. Ich habe ihn mit einem gewissen Gift bedeckt, die eine Person sofort töten kann. Ich muss sagen, das ist clever. Ja, Sie sind alle sehr dumm. Nein, das sind Sie. Becken zu erstickt. Die Faust ist für alle der Verbrechen, die sie begangen haben. Und danach wird mein Gedächtnis unklar. Ich kann mich daran kaum erinnern, wie ich das erbliche Haus voller langweiligen Menschen verlassen habe. Aber ich erinnere mich daran, dass ich her nach ein paar Tagen aufgewacht habe. Es spielte allerdings keine Rolle. Ich habe endlich die Rache bekommen, nach der ich nach 50 Jahren gewünscht habe. Meine Arbeit ist fertig und ich bin für immer zufrieden.